Egal, ob Sie auf einen Ritter, einen Samurai, einen Troll oder Orks treffen, mit Schwertshop.de sind Sie auf jede Situation gut vorbereitet. Schwertshop.de, der Online-Shop der scharfen Sachen. Mit Ritter, Samurai, Hobbit oder Herr der Ringe-Schwertern, Äxten, Bögen und Armbrüsten. Schwertshop.de. Hallo, heute präsentiere ich Ihnen das Oni-Katana von der Firma Hanwei-Peace of History. / Paul Shen. Paul Shen ist der Inhaber, selber wird er sicherlich nicht mehr schmieden, der hat dafür seine Leute aber schon immer gehabt. Das ist eine Traditionsfirma, die schon weit über 20 Jahre solche japanischen Samurai-Schwerter herstellen, aber hergestellt in China. China ist der Stundenlohn viel, viel günstiger und darum können dort diese Samurai-Schwerter preiswerter produziert werden. Das Oni Katana präsentiere ich Ihnen heute. Auf der Kashira ist eine Teufelsmaske zu sehen. Die Tsuba und die Kashira sind beide aus Eisen. Das Besondere ist hier, dass bei der Saya noch ein kleiner Unterbau ist, wodurch diese Wellenform hier entsteht. Das fässt sich deutlich besser an, ist griffiger als die glatten Saya. Auch hier nochmal beim Beschlag der Saya, ich zeige es dir nochmal etwas dichter, ist diese Teufelsmaske vom Oni eine schwarz-hochglanzlackierte Saya. Auf den Minuki, würde ich sagen, sind Dämonen zu sehen. Am Beschlag hier vorne nochmal ist auch eine Maske, aber ich zeige das nachher nochmal deutlich dichter. Jetzt kommen wir zu den Maßen dieses Schwertes. Es ist sehr massiv, es ist ein schweres Schwert. Die Gesamtlänge auch schon nicht wenig, 111,5 cm. Die Klingenlänge ist 75,5 cm. Zucker, die Grifflänge ist bei auch sehr lang, 36 cm. Die Breite der Klinge an der Tsuba dürfte auch sehr deutlich sein gegenüber schlankeren Klingen. Jawohl, im Durchschnitt sind die so 3,2, 3,1 cm. Hier haben wir 3,7 cm. Damit ist dieses Schwert auch durch die Masse gut für Cuts geeignet. Das gleicht den Nachteil aus, dass es halt keine robuste Klinge ist, sprich kein Eisenkern hat. So, die Stärke kommen wir auch noch. Mal gucken, wie stark das Ganze ist vom Material her. Ja, das sind dann 7 mm. Das ist doch schon eher traditionell. Also in der Breite der Klinge ist sie nicht außergewöhnlich, aber in der Höhe auf jeden Fall. Das Oni Katana von Hanwei Peace of History, Kasiberia Paul Shen. Danke fürs Zuschauen.